so während auf der linken Seite die Dizzy-Nachzucht aufgestellt wird, geht hier rechts von mir im Ring jetzt die Gruppe des Bullen Beaconator in den Ring. Wir Beaconator, für ihn gilt dasselbe wie für Dizzy. Wir haben noch keinen töchterbasierten Zuchtwert. Er hat aber mittlerweile bereits 130 Töchter, die sich zwischen November und Dezember gekalbt haben. Und aufgrund des Feedbacks von unserer Landwirten haben wir dann gesagt, wir versuchen es, wir werden eine Töchtergruppe dieses Bullen sein. Beaconator ist ein Beacon-Sohn aus einer sehr bekannten kanadischen Crew-Familie. Seine Mutter ist die bekannte Planet-Tochter Stoos. Davor ist die Wolken-Tochter Sleep und dann kommt mit Sängerin und Sängerin Kat, der Storm. Eine sehr bekannte Stamm-Crew-Familie, nämlich der Bullen geht auf die Dixie-Quell-Familie zurück. Bitte beachten Sie auch hier, dieser Beaconator ist ein sehr junger Bulle. Er gehört uns gemeinsam, der Rinderzucht von Schleswig-Holstein mit der Rinder-Allianz. Wir haben uns junges Kalb bei Gillette in den USA getestet, anschließend auch gekauft. Und wenn wir uns seine genetischen Zahlen angucken und seine Kuhfamilie angucken, dann erwartet man bei diesem Bullen eine hervorragende Genleistung. Da sind wir auch sicher, nach den Informationen, die uns vorliegen, dass er das bringt. Wir erwarten von den Bullen sicherlich keine Wunder, was Schaufähigkeit angeht, aber sie sind ein Typ, sehr funktionelle Kühe, die gut ausbalanciert sind für ihr Alter, über genügend Stärke verfügen und Substanz. In den Hinterbeinen sollte man ab und zu mal darauf achten, dann kann man, die sind von der Struktur her vielleicht etwas grober, aber sonst korrekt. Und vor allen Dingen, was uns imponiert hat schon bei der Auswahl, waren die hervorragend fest aufgehängten, sehr drüsigen Häuter. Und wenn man sich die Nachzuggruppen so anguckt, dann könnte man denken, dass Beaconator das lineare Profil, was er als genomischer Jungbulle hat, auch als Töchterbulle bekommen kann.